So schön wie der Tag angefangen hat, sollte er leider nicht bleiben. Ich hatte mir Tino aus der Box geholt, um ihn zu reiten und habe zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt, was mir für eine Überraschung blühen wird. Denn der Tag hat mit Tino eigentlich super angefangen. Es war für ihn das perfekte Wetter und er war super locker und hat sich total konzentriert, was ich bei ihm wirklich nicht als selbstverständlich erachte. Da wir uns gerade das Vorwärts-Abwärts wieder neu erarbeiten, versuche ich bei ihm viel die Wechsel zwischen Anlehnung und Entspannung zu bringen, was bei ihm ein echter Drahtseilakt ist. Zum einen muss ich aufpassen, dass er sich nicht einrollt. Zum anderen ist bei ihm der Grad zwischen positiver Anspannung und Hektik leider sehr, sehr schmal. Und wenn er sich einmal wirklich aufgezogen hat, ist es sehr schwierig, ihn da wieder rauszubringen. Deswegen versuche ich viel über Loben zu machen. Aber er hat super mitgemacht und ich war mega stolz auf ihn. Natürlich dürfte ein pinkes Schmeck ja als Belohnung nicht fehlen. Aber als ich da Mary aus der Box geholt habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Denn die Maus war bei dem Fuß, in den sie sich reingesprungen ist, ein bisschen lahm. Da es nicht dramatisch war, habe ich alles erstmal mit Tonerde eingeschmiert und bin dann später an den Tag nochmal rausgefahren, um mir die Ice Vibes drauf zu packen. Drückt uns bitte ganz fest die Daumen, dass es die Tage wieder besser wird.